Wenn sich Gegner der Corona-Maßnahmen treffen, dann ist einer oft dabei, Michael Fritsch. In der Sammelbewegung der selbsternannten Querdenker ist er ein Promi. Und das begann mit einer Rede in Dortmund im August, stolz präsentiert im Netz. Ich heiße Michael Fritsch, bin 57 Jahre alt und ich bin Kriminalhauptkommissar. Ein Polizeibeamter, der begeistert beklatscht wird. Und ein anderer, der solche Szenen einfach nur unglaublich findet. Thomas Adasch ist nicht nur selbst Polizist, sondern auch Abgeordneter im Landtag. Ich fordere, dass dieser Beamte entlassen wird, aus dem Dienst entfernt wird, dass man dieses Beamtenverhältnis aufkündigt. Es kann nicht sein, dass jemand, der den Rechtsstaat in Frage stellt, Gesetze in Frage stellt, gewachsene demokratische Strukturen in Frage stellt, Eid auf die Verfassung dieses Landes abgelegt hat, dass der mit solchen Äußerungen durchkommt und weiter hier vom Land alimentiert wird. In diesen Zeiten ringt das Parlament um den Weg durch die Corona-Krise, während Michael Fritsch als Polizeibeamter aus Hannover bei Demonstrationen gefeiert wird. In seinen Reden ist er immer freundlich. Er betont, er sei gegen Gewalt, er sei Demokrat. Aber er sagt auch, Deutschland habe keine gültige Verfassung und müsse von alliierten Kräften befreit werden. Typische Aussagen in Reichsbürgerkreisen. Für seine Worte bekommt er Applaus, wie Videos der Bewegung festhalten. Zum besseren Hörverständnis haben wir einige Zitate ausgeschrieben. Ich stehe nach wie vor auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und habe wirklich bis zum Einstieg in diese Corona-Thematik gedacht, wir haben eine Demokratie und wir haben einen Rechtsstaat. Wir haben leider beides nicht mehr. Wir haben keine Gewaltenteilung mehr, wie ich in meiner ersten Rede gesagt habe. Wir haben eine völlige Willkür in allen Bereichen des öffentlichen Lebens und davon müssen wir wegkommen. Die DDR, da kannst du vielleicht auch was zu sagen, die hat uns auch wieder was vorausgehabt damals, denn die hatte eine Verfassung und wir haben ein Grundgesetz, das immer noch vorläufig ist. Und das kann so nicht bleiben. Wir müssen uns eine Verfassung geben. Sachlich klingende Worte, die Zuhörer vor Ort gut finden, doch den Innenpolitiker entsetzen. Es ist für die Polizei wirklich eine schwierige Situation, dass solche Leute unterwegs sind. Denn unsere Polizei steht auf dem Boden unseres Grundgesetzes, auf dem Boden unserer Verfassung. Bei diesem Herrn ist es ja auch so, dass er demokratische Strukturen in Frage stellt, dass er mit Thesen unterwegs ist, die dem Reichsbürgertum auch zuzuordnen sind. Und das ist nicht länger tragbar. Michael Fritsch selbst will kein Interview zu den Vorwürfen geben. Auf Anfrage schreibt er, er distanziere sich von den sogenannten Reichsbürgern. Er verteidige die Demokratie. Wenn er von der Befreiung Deutschlands spreche, dann von einem Regelungswahnsinn. Er habe ein Recht auf freie Meinungsäußerung, auch wenn das Vorgesetzten nicht gefalle. Die Polizeidirektion Hannover hat Fritsch suspendiert. Nun sollen die Bezüge gekürzt werden. Doch für eine Entlassung aus dem Dienst gibt es hohe Hürden. Es ist unheimlich schwierig, wenn sich jemand in einem Beamtenverhältnis befindet, den allein nur aufgrund seiner politischen Äußerungen aus diesem Beamtenverhältnis zu entfernen. Das ist ein unheimlich schwieriger Sachverhalt. Das ist auf der einen Seite gut, weil es natürlich eine gewisse Sicherheit gibt. Das ist auf der anderen Seite aber auch nicht gut, weil es eben Extremfälle gibt, wie beispielsweise den Fall des Lehrers Höcke, wo es natürlich unheimlich schwierig ist, ihn aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen. Wie geht es weiter? Die Polizeidirektion will nach NDR-Informationen zur Not vor Gericht gehen. Denn ob ein Beamter noch tragbar ist oder nicht, das entscheiden in Deutschland unabhängige Richter.